Herzlich willkommen zu der chaotischen Viertelstunde über Julia. Julia ist jetzt hier keine Person, sondern ich meine jetzt hier die Programmiersprache Julia. Julia ist gedacht als Programmiersprache für das wissenschaftliche Rechnen. Bringt also alles so mit sich, was man so aus R und MATLAB und Python gewohnt ist. Ist gedacht als Skriptsprache mit einer REPL. Es ist sehr High-Level und hat eine mächtige Standardbibliothek. Und im Gegensatz zu manch anderer Programmiersprache, die sich so im wissenschaftlichen Rechnen findet, ist sie deutlich schneller. Und insbesondere ist sie geeignet, um im verteilten Rechnen auf beliebig vielen Rechnern gleichzeitig eingesetzt zu werden. Wer sie runterladen möchte, kann einmal unter julialang.org vorbeischauen und sich dann die Binaries für Linux 3264, ARM und PowerPC holen, für macOS, für Windows und im Zweifelsfall auf github/julialang vorbeischauen und sich da die Sources holen. Und wer es nicht extra herunterladen will, kann sich im Browser mal auf juliabox.com anmelden und das da ausprobieren. Genau. Das wichtigste Werkzeug von Julia habe ich hier schon offen. Das ist die REPL, also die Shell. Wenn mir danach wäre, könnte ich auch sagen Julia und dann irgendeine Datei, oder ich kann wie bei Python auch julia-e beliebiger Quellcode hier einfügen und er wird dann ausgeführt. So, wie bei den meisten Skriptsprachen sind Typen in Julia auch erstmal irrelevant, also ich kann hingehen und habe hier ein x, das ist 1. Ich kann auch sagen x plus gleich 2 oder mal gleich 2. Ich kann auch hingehen und jetzt einfach x einen anderen Typ geben. Hello World. Knapp daneben auch vorbei. Und ich kann zum Beispiel auch hingehen und sagen, ich hätte gern eine Variable mit dem Namen Delta. Da kann ich, wenn ich kein Delta auf meiner Tastatur habe, kann ich hingehen, LaTeX-Symbol, /Delta, Tab, habe ich mein Delta. Wie gesagt, es richtet sich ans wissenschaftliche Rechnen. Und ja, da finden sich gerne Mathematiker, die gerne ganz abstruse mathematische Zeichen verwenden. Deshalb kann man die hier auch eingeben, wenn man danach sucht. Genauso, ich kann im Prinzip jede Variable überschreiben, wenn mir danach ist. Das ist richtig. Ich hab nur den Namen überschrieben, nicht den Wert hinten dran. Also, wer gerne sein Pi umdefinieren möchte, der kann das gerne tun. Die E-Funktion gibt es im Übrigen auch. Die üblichen Naming-Conventions bei Julia ist, man möge die Variablen doch bitte klein schreiben, man möchte doch Funktionen und Makros bitte klein schreiben und die Wörter bitte direkt aneinander hängen, es sei denn, es wird wirklich schwer zu lesen, dann darf man auch Unterstriche verwenden. Typen und Module soll man bitte mit Camel Case schreiben und der erste Buchstabe auch groß. Und Funktionen, die irgendwelche von ihren Parametern, von ihren Argumenten modifizieren, die soll man doch bitte mit einem Ausrufezeichen am Ende des Namens haben. Also sowas wie Push von. Sollte das Push hier ein Ausrufezeichen haben. So, ich habe anfangs schon gesagt, in Julia sind die Typen nicht so wichtig.
naja, wissenschaftlichen Rechnen ist es doch ganz interessant zu wissen, naja, wie viel passt eigentlich so in meinen Zahlenraum. Und obwohl ich den Typ nicht angeben muss, sind die ganzen Typen, wie man sie aus C und anderen Sprachen kennt, alle da. Also ich habe da sowas wie int und ich habe hier gleich schon einen Spoiler gegeben auf int 64. Ich habe auch int 8 und int 16, 32, 64 hatten wir schon. 128 gibt es auch noch. Also für die Leute, die mit wirklich großen Zahlen rechnen wollen. Das wäre eine Option für die Leute, die mit noch größeren Zahlen rechnen wollen. Es gibt auch noch die GNU Big Int. Also, wer Big Int haben möchte, die gibt es auch. Es gibt nicht nur Signed Integer, es gibt auch Unsigned Integer, auch wieder mit 8, 16, 32, 64, 128 Bit. Es gibt Booleans. Es gibt Floats mit 16, 32 und 64 Bit. Und es gibt komplexe Zahlen. Im Gegensatz zu anderen Sprachen schreibt man die komplexen Zahlen nicht mit I, sondern mit IM. Das wurde gemacht, damit man möglichst wenig Mehrdeutigkeiten hat. Warum auch immer. Wenn mir danach ist, kann ich auch mal nachschauen, wie viel in so einen Wert reinpasst. Also was ist der kleinste Wert, was in mein int 8 reinpasst? Das ist, naja, minus 128. Und dann habe ich hier noch type max. Da passt 127 als Maximum rein. Also so in etwa das, was man aus C halt irgendwie auch kennt. Da die Zahlentypen in Julia so ein bisschen vor dem Nutzer versteckt sind und man sich eigentlich wünscht, dass die Zahlen auf magische Weise immer miteinander funktionieren, gibt es in Julia ein Type Promotion System, was automatisch erkennt, wenn ich zum Beispiel Float mit einem Integer rechne und dann halt mir auch wieder bitte ein Float zurückgibt und nicht irgendwelche komischen Dinge treibt. Dass ich hinterher, oder wenn ich zwei Integer durcheinander teile, dass die doch dann bitte auch ein Float geben, wenn es nicht glatt aufgeht. Solche Dinge. Genau. Wenn ich irgendwie eigene Typen definiere und die irgendwie Typecast-Regeln dafür haben möchte, gibt es die Funktion Promote bzw. Promote Rule. Wer sich das anschauen möchte, der möchte bitte in der Doku nachschauen. So Dinger wie Type of sagt mir dann, was so der Standardtyp ist, wenn ich zum Beispiel einfach so mal eine 1 eingebe. Naja, da ist das standardmäßig irgendwie so ein int 64, weil, naja, 64-Bit-Maschine und so. Aber wenn ich viel lieber gern 8-Bit-Integer hätte, dann sage ich halt einfach uint 8 oder int 8 oder sonst irgendwas. Unsigned sind die Zahlen lustigerweise automatisch, wenn ich irgendwie so einen Hexadezimalwert nehme oder einen Binärwert oder einen Oktalwert. Und für den Fall, dass ich irgendwie hingehe und sage 2.5e4, dann ist es ein Float 64. Und wenn ich auf die Idee komme, das E aus der Scientific Notation durch ein F zu ersetzen, naja, dann kriege ich ein Float 32. Zahlen darf ich in Julia auch mit Underscores trennen. Also das hier ist jetzt die 10.000. Das ist nur gemacht, damit ich es schöner schreiben kann. Oder 0.000000005. Sowas darf ich auch machen. Kein Problem. Und 0xDeadBeef geht auch mit Underscore. Das ist eine Zahl. Und wie bei jeder anderen Zahl darf ich auch irgendwie, wo auch immer ich gerade Lust habe, so einen Underscore haben. Der Underscore ist nur für den Menschen da, dass er das besser lesen kann. Müssen es über drei Zeichen sein? Nö, müssen es nicht, wie zum Beispiel hier bei nullxDeadBeef. Das kannst du setzen, wo du willst. Empfohlen ist es natürlich bei, naja, normalen Zahlen irgendwie bei 3, bei Hexadezimalzahlen bei 2 und 4 und so weiter. Wo du es halt auch immer brauchst, um es zu lesen.
auch noch eine ganz wichtige Sache, die in den meisten Sprachen irgendwie nicht gegeben ist. 0.0 und minus 0.0 ist das Gleiche. Wenn mir danach ist, kann ich mir auch irgendwie inf und inf 16 und minus inf und none geben lassen. Weiß nur nicht, wofür man sowas braucht, aber kann man mal haben. Eine ganz wichtige Sache für die Leute im wissenschaftlichen Rechnen ist es auch zu wissen, naja, wie genau kann ich denn eigentlich gerade rechnen mit so einem Float oder sowas? Und dafür gibt es die Funktion EPS. Die gibt mir die Maschinengenauigkeit. Ich kann jetzt aber auch sagen, ich hätte gerne mal so einen Float 16. Was ist denn davon die Genauigkeit? T wäre vielleicht ganz hilfreich. Und da sagt mir dann, ja, so auf, naja, ein Zehntausendstel genau. Oder so ein Float 64. Ist ein bisschen genauer. Und wenn mir dann danach ist, kann ich auch fragen, naja, wie genau bin ich denn eigentlich bei 0? Ja, 0. Wir sind in der Jobs. Naja, so auf 324 Stellen nach dem Komma kann ich genau sein, wenn ich nahe bei 0 bin. Man möchte sich hier an der Stelle an die Numerikvorlesung erinnern und weiß, dass Floats nicht an jeder Stelle gleich genau sind. Genau. Und wenn ich irgendwie danach ein Bedürfnis habe, in Float-Präzisionsschritten nach oben zu gehen, naja, dann kann ich mir halt den nächsten Float-Wert geben lassen. Beziehungsweise es geht auch in die andere Richtung. Wir kommen noch hin. Genau, da kann ich mir den vorherigen Float-Wert geben lassen. Genau, ich habe eingangs schon erwähnt, Big Int gibt's. Funktioniert wunderbar. Und wenn ich verrückt bin, kann ich auch Big Float verwenden. Warum man sowas auch brauchen könnte, sei jetzt erstmal dahingestellt, aber irgendjemand wird hier in dem Raum schon eine Anwendung dafür finden. Genau. Wie bereits schon mal erwähnt, Julia richtet sich so irgendwie, naja, an Leute, die gerne wissenschaftlich rechnen, und Leute, die gerne wissenschaftlich rechnen, schreiben gerne Formeln. Und naja, das Malzeichen darf man in Julia auch gerne mal weglassen. Das nimmt die Sprache automatisch für einen an. Wenn danach so eine Variable kommt, die man irgendwann vorher schon mal hatte. Wenn da jetzt irgendwas anderes stehen würde als eine Variable, dann würde mir das Ding um die Ohren fliegen. Was ich auch darf, ist sowas. Das funktioniert. Das hier ist jetzt ein bisschen problematisch, weil er versucht, die erste Zahl auszuwerten und dann versucht, irgendwie auf eine Zahl eine Funktion zu starten. Das ist so ein bisschen mehrdeutig und genau. Da hat man sich dann wieder dafür entschlossen, das nicht durchgehen zu lassen, dass man hier den Malpunkt weglassen darf. Also hier an der Stelle muss man tatsächlich hingehen und so ein Mal dazwischen schreiben. Dann funktioniert das auch. Aber eine Funktion wäre gern, also du meinst eine Klammer und dann eine Funktion von irgendwas. Genau. Aber eine Zahl ist jetzt halt irgendwie nichts, was man sinnvoll als Funktion darstellen kann, deshalb lassen wir das Ganze weg. Wenn mir danach ist, kann ich auch noch gerne die Funktion 0 ausführen. Die gibt mir dann den Wert 0 von dem Datentyp, den ich reingesteckt habe. Also wenn mein x jetzt irgendwie in einen Float 64 ist, dann kriege ich einen Float 64er 0. Und wenn ich da einen int 8 reinstecke, dann kriege ich einen int 8 0. Ja. Eine positive oder eine negative 0? Eine positive. Und das Ganze gibt es dann auch nochmal mit der Funktion 1. Die gibt mir dann immer die 1 von dem Datentyp, den ich gerade habe.
Was das genau ist, ist dann halt von dem Datentyp abhängig. Naja, Operatoren, die kennt man so aus irgendwie allen anderen Sprachen. Es gibt Plus, Minus, Mal, geteilt. Für irgendwelche Mathematiker scheint es auch besonders wichtig zu sein, ein inverses Geteiltes zu haben. Also, wenn ich nicht 7 durch 3 rechnen will, sondern vielleicht lieber 3 durch invers geteilte 7, warum auch nicht, kann man haben, bitte sehr. Es gibt die Potenzierfunktion mit dem Dach. Es gibt den üblichen Modulo. Genau. Für Booleans gibt es noch die Negation. Und dann, ja. Kannst du mal 8 falsch rum durch 4 teilen oder so? Kannst du mal 8 durch 4 teilen? Das funktioniert schon so, wie es soll. Also die 8 invers geteilt durch 4 ist das gleiche wie 4 geteilt durch 8. So ist es gedacht. Warum man sowas braucht, sei jetzt mal dahingestellt. Genau. Es gibt noch so die bitweisen Funktionen, und, or, xor schreibt man im Gegensatz zu einigen anderen Sprachen mit einem Dollar. Es gibt das Logical Shift Right, das ist mit 3 Rechtspfeilen, und es gibt das Arithmetic Shift Right mit 2 Rechtspfeilen. Das gibt scheinbar einen Unterschied, wie hinten wieder was rausfällt bzw. reingesteckt wird. Und naja, dann gibt es noch die üblichen Shift-Lefts, aber da gibt es keinen Unterschied, das heißt nur 2 Pfeile, in egal welcher Form. Genau, wie in den meisten anderen Sprachen kann Julia auch Comparison Chaining, also ich kann hingehen und irgendwie so, nicht so viel scrollen, eine Reihe von Befehlen nehmen und die auf einmal ausführen. Möchtet ihr sagen, was rauskommt? Weil 1 kleiner 2, kleiner gleich 2, kleiner 3, 3 gleich 3, 3 größer 2, 2 größer gleich 1, 1 gleich 1, 1 kleiner 3 und 3 ist nicht 5. Alles wahre Ausdrücke. Genau. Für die Leute, die irgendwie Funktionen mit Seiteneffekten verwenden wollen, jeder Wert oder jede Funktion, die da irgendwie auftaucht, wird nur einmal evaluiert und nicht 2-mal oder 3-mal oder wie oft auch immer. Genau, und für den Fall, dass ich irgendwie mit Matrizen später mal arbeite, sage ich gleich schon mal vorweg, alle Operatoren, die ich gerade irgendwie aufgezählt habe, kann ich auch einen Punkt davor setzen und dann werden die alle elementweise gerechnet. Die Julia-Standardbibliothek zur Mathe ist sehr umfangreich, wie ich anfangs schon mal erwähnt hatte. Falsches Snippet. Ich habe hier mal eine kleine Auswahl mitgebracht. So viel, dass sie den Bildschirm sprengt. Doch, es passt genau rein. Vom Runden über abstruse Methoden des Teilens bis zu Absolutwerten und Kopieren des Bits über alle möglichen Trigonometriefunktionen bis zu Errorfunktionen und Gamma- und Digamma-Funktionen. Da ist so ziemlich alles irgendwie dabei, was man irgendwie gerne in so einer Programmiersprache, die was mit Mathe können soll, hätte. Genau. Auf komplexen Zahlen habe ich so Operationen wie gib mir den Realteil, gib mir den Imaginärteil, gib mir das konjugiert Komplexe, gib mir den Winkel. Genau, und etwas, was bei den Mathematikern scheinbar auch noch beliebt ist, ist Brüche. Julia kann nativ Brüche, kann die reduzieren und wenn es sein muss, kann es die auch mit der komplexen Zahl teilen, multiplizieren, was auch immer. Funktioniert alles wunderbar. Und das, ja? Mit dem Doppeldivisionszeichen sagst du, dass du das gerne als Bruch hättest. Genau, mit dem Doppeldivisionszeichen sage ich, ich hätte das gerne als Bruch. Wenn ich nur einmal teile, dann heißt es, ich hätte gerne eine
Floating Point Division, wenn es nicht ganz aufgeht, beziehungsweise wenn es ganz aufgeht, eine Integer Division. Genau, und das Typ-Konversionssystem von Julia kümmert sich dann darum, dass ich immer einen Typen habe, wo die Werte, die ich hier reinstecke, immer exakt repräsentiert werden. Also, dass ich keinen Verlust irgendwie bei so einer Rechnung habe, wenn es nicht unbedingt sein muss. Genau. Chars und Strings kennt man so aus anderen Programmiersprachen. Ich habe da, wenn ich ein Anführungszeichen nehme, bekomme ich so einen Char. Und da sieht man hier auch schon gleich, Julia kann auch bei Charactern Unicode. Genau, das X ist jetzt dafür nicht besonders eindrucksvoll, aber ich habe zum Beispiel auch die Option, einen Character aus einer Zahl zu erstellen. Das ist dann zufälligerweise auch wieder das X. Und wenn ich irgendwie so ein Ding habe, so ein Unicode-Zeichen erstelle aus einer Zahl, das kein Unicode-Character ist, dann sagt er mir das auch so, das ist so ein Unicode-Character, aber das kann ich nicht darstellen. Du hast da was falsch gemacht. Andernfalls kann ich auch noch nativ Unicode-Zeichen eingeben und freue mich dann über mein Symbol. Was mit Characters auch geht, ist, naja, die Dinger sind sortiert, so wie sie halt in der ASCII-Tabelle bzw. in der Unicode-Tabelle stehen. Und wenn mir danach ist, kann ich damit auch rechnen. Jo. Soweit zu Jars. Und natürlich habe ich auch die Möglichkeit, Strings zu bauen. Einen wunderbaren String. Und für die Leute, die irgendwie nicht gerne Escape Characters verwenden, sondern lieber Anführungszeichen und Anführungszeichen verwenden, es gibt wie in Python auch die Möglichkeit, so Dreifachdinger zu machen und dann kann man hier drin was mit Anführungszeichen tippen und dann bekommt man das automatisch escaped. Auf Strings kann ich wunderbar zugreifen. Ich kann zum Beispiel sagen, ich hätte das nullte Element, oh, das nullte Element ist ganz böse in Julia. In Julia fangen alle Arrays bzw. alle Array-artigen mit dem Index 1 an. Wer auf die Idee kommen sollte, bei dem Index 0 anzufangen, kriegt das relativ schnell um die Ohren geschmissen. Und ja, Köbi, ich kann dich verstehen. Das ist mir auch schon relativ... Was ist das Reasoning dahinter? Weil Leute vom Fortran und MATLAB kommen. Ja, wahrscheinlich sowas. Also es scheint bei der mathematischen Programmiererwelt beliebter zu sein, bei 1 anzufangen. Okay. Na genau. Für Programmierer anderer Sprachen etwas gewöhnungsbedürftig, aber wenn mir danach ist, kann ich halt zum Beispiel hier mein B geben lassen oder, naja, wie man das so von der Array-Notation von anderen Sprachen kennt. Ich hätte gern Element 1 und 2, 1 bis 2. Oder ich hätte gern alle Elemente, die da irgendwie drin sind, da kann ich einfach so einen Doppelpunkt angeben. Oder ich hätte gerne von 2 bis zum Ende, da kann ich leider nicht wie in Python einfach den Rest weglassen, sondern muss da End hinschreiben. Ihr habt Fragen? Ist es Unicode safe? Jein. Was heißt jein? Das ist entweder Unicode safe oder das ist nicht Unicode safe? Der Array-Zugriff ist nicht Unicode safe, wenn du über Getter-Funktionen drauf zugreifst, ist es safe. Noch eine Frage? Wenn du jetzt so eine Grenze festlegst, ist das eine Referenz oder definierst du dir damit eine neue Variable? Das heißt, wenn du jetzt irgendwie plug gleich in Anführungsstrichen ABC dann eine Range angibst, ist das? Das ist eine Referenz. Also das kann ich auch hier gleich mal machen. ABC von 2 bis Ende ist L, char L, String L. Ich habe einen String. Ich schwöre, ich kann tippen. Ich kann nicht tippen. Möchtest du bei dem Range ein einzelnes Zeichen?
wir probieren das mal. Darf ich nicht. Das ist wahrscheinlich immutable. Ja. Es könnte sein. Irgendwas funktioniert nicht so, wie es soll. Laut Dokumentation sollte das so funktionieren. Aber was ist, wenn du jetzt Club gleich A an der Stelle 2 machst? Kannst du dann Club gleich 3 setzen? Was passiert dann? Ich verstehe nicht, was du meinst. Okay, schreib mal. Mach mal das weg. Club gleich A an der Stelle 2. Die Variable A, die gebogen heißt A, B, C, D, E, S. A, eigentlich nochmal. Vielleicht Plus als Variable Z oder? Das sollte eigentlich eine Variable sein, sorry. Ja. Mach mal Type of irgendein String und dann daraus ein Range. Zuweisung, die vorher nicht funktioniert hat, habe ich keinen Plan, warum die nicht funktioniert. Wahrscheinlich, weil ich irgendwie gerade auf dem Git Master bin, dass irgendwas broken ist, aber eigentlich sollte das so funktionieren. Probier mal A. Wir machen die Experimentierstunde nachher, okay? Ich habe noch eine lange, lange Liste vor mir. Genau. Das nächste, was bei mir auf der Liste steht, ist Strings konkatenieren. Ich habe da so ein... Ich kopiere es einfach, das geht schneller. Ups. So. Also ich habe da so einen Greeter, der sagt Hello und Who is Walt und naja, ich kann einen String machen, indem ich, naja, ich habe einen String cast, greet, noch ein String, whom, noch ein String. Das funktioniert wunderbar. Das ist halt nicht die Variante, wie man sie gerne hätte. Die erzeugt sehr viele Strings, die man nicht haben will zwischendurch. Die String-Konkatenierung, wie sie in anderen Sprachen gibt, mit Plus oder mit einem Punkt, gibt es in Julia mit einem Mal. Und für die Leute, denen dieses Mal irgendwie zu komisch vorkommt, es gibt noch die String-Interpolation. Also ich kann so einen String haben. Und dann kann ich in diesem String einfach eine Variable mit einem Dollar präfixen und dann wird die da einfach eingefügt. So wie hier. Hello World. Wenn die Konkatenation mal ist, kann man dann trotzdem irgendwie 5-mal Quote in irgendwas reinmachen? Du kannst einen String multiplizieren, also mehrfach aneinander hängen, nicht mit mal, sondern mit hoch. über diese Wahl gibt es auf GitHub einen langen Issue, in dem das ausdiskutiert wird. Und der derzeitige Stand ist, für Version 1 wird das geändert. Also für den Final Release will man tatsächlich anderen Programmiersprachen folgen und das Anhängen von Strings mit Plus und das Vermehrfachen mit Mal machen. Was diese schöne String-Interpolation angeht,
ich kann in dieser String-Interpolation eigentlich nicht nur eine Variable referenzieren, sondern ich kann da drin zum Beispiel auch rechnen. Also ich kann da Dollar, Klammer auf, 1 plus 2 machen und dann wird das, was da halt in den Klammern steht, ausgeführt. Und ich kann das auch mit Listen machen und was immer mir danach ist. Ich sollte vielleicht nicht zwei Zeilen auf einmal ausführen, das wäre vielleicht hilfreich. So. So. Und natürlich kann ich auch irgendwie komplexere Datentypen da erwähnen, wie zum Beispiel Arrays, und die werden mir automatisch formatiert. Alles unter der Voraussetzung, dass es für diesen Datentyp irgendwie eine String-Methode gibt, ja? Die 1 oben nach dem Int 64 heißt auch die Dimensionalität, correct? Ja, das ist die Dimensionalität. Genau. Also wie gesagt, das funktioniert mit allem, was irgendwie so eine To-String-Funktion hat. Mit Strings kann ich auch noch ein bisschen arbeiten. Ich kann drin suchen, ich kann fragen, gibt es diesen Character drin? Ich habe die Option, die Funktion repeat auszuführen. Das ist die Funktionsvariante von dem Hochkomma, also DAF-Funktion zur Vermehrung. Ich kann Arrays von Strings joinen. Ich kann mir die Länge holen. Und ich kann Regexes ausführen. Wenn mir danach ist. So ein Regex, den kann ich einfach prefixen als String mit einem L, also so L und dann String. Und dann wird aus diesem String eine Regex und dann kann ich den ausführen. Dann sagt er mir jetzt hier in dem Fall, ja, also das Ding ist nichts, was nach einem Kommentar aussieht, beziehungsweise, naja, das hier sieht schon eher nach einem Kommentar aus. Und ich kann bei so einem Match mir dann auch hinterher geben lassen, was ist da eigentlich drin, was hast du gematcht, an welchem Offset sind die, wie viel habe ich gematcht. Ich kann mir die genannten Groups holen, ich habe die Möglichkeit, Strings zu replacen. Und beim Replacen, auch wieder interessant, wird der Replacement String nicht einfach nur als String gehandhabt, sondern, Mensch, falsche Zeile kopiert, sondern er wird mit einem S für Substitute geprefixed. Ich weiß nicht, warum er sich dafür entschieden hat, aber hier in dem Fall werden halt die Replacements für Regexes mit noch so einem S geprefixed für Substitute. Und wo wir schon gerade bei diesen ganzen String-artigen Dingern sind, die halt irgendwie mit so einem Zeichen geprefixed werden. Ich habe auch noch die Option, irgendwie so einen Byte-Array zu bauen und das kriege ich dann halt als Byte-Array, das präfix ich mit B, und so einen Versionsstring kann ich mir auch zusammenbauen und den präfix ich dann halt mit V. Und ja, ich kann Versionsnummern vergleichen. Das funktioniert wunderbar. Er kommt auch mit Alpha und Beta und Release-Kandidat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und Snapshot und bla, klar, also irgendwie alles, was man so unter dem Semantic Versioning kennt, damit kommt der Versionsvergleich hier klar. Ich glaube nicht, dass das eine Rolle spielt. Was ich machen kann, oder was man sich ja jetzt gerne wünscht, nachdem ich hier diese ganzen String-Literals erwähnt habe, ich hätte gerne auch so ein eigenes String-Literal, und wenn ich irgendwie so einen X AAA hätte, dann muss ich mir irgendwo eine Funktion bauen oder ein Makro bauen, das X-STR heißt. Und wenn ich das in meinem Scope habe, dann kann ich x Anführungszeichen String irgendwas machen und kriegt dann halt so einen besonderen String-Literal-Typ.
Soweit zur Mathe. Jetzt kommen wir zu dem interessanten Teil, weil man möchte das Ding ja nicht nur gerne als Taschenrechner verwenden, sondern man möchte dem vielleicht auch Funktionen geben. Was bei den Funktionen in Julia ganz wichtig ist, ich kann Funktionen so häufig überladen, wie ich will. Das nennt sich in der Fachsprache auch Multiple Dispatch. Also ich kann die Dinger so häufig überladen, wie ich will, vorausgesetzt, die Argumente unterscheiden sich irgendwie. Und naja, wie schreibe ich so eine Funktion? Das ist relativ einfach. Ich kann sagen, Function gibt den Parameter x, y. Return x plus y. Möchtest du das richtig schreiben? Ob ich das möchte, sei jetzt mal dahingestellt, aber ich tue es einfach mal. Return x plus y. End. Es gibt keine geschweiften Klammern und keine runden Klammern, Wahnsinn. Gibt Function und End. Und wenn ich diesem Ding auch noch einen Namen geben will, naja, dann mache ich das halt irgendwie zu Function f. Dann habe ich jetzt hier meine Funktion f. Mit der kann ich dann was machen. Also das ist wie f von 2,3. Julia kann auch viele lustige Dinge tun. Zum Beispiel darf ich das Return hier weglassen. Also wenn ich eine Funktion habe, dann darf ich in der letzten Zeile das Return weglassen und die letzte Zeile immer zurückgeben. Wie gesagt, Julia hat auch was mit Mathematikern zu tun, deshalb darf ich die noch kürzer machen. Und schreibt da einfach so ein Ist-Gleich dazwischen. Soweit, so gut. So. Aber manchmal sind Datentypen doch ganz interessant. Insbesondere halt manchmal in der Numerik. Wenn ich so einen Datentyp enforcen will, dann kann ich zum Beispiel jetzt auch sagen, na, ich habe so eine Funktion mu. Die nimmt einen Parameter a. Und das ist ein String. Und die gibt mir wieder so einen String zurück. Und dann macht die halt mu a. Und irgendwo habe ich mich wieder vertippt. So. Und wenn ich jetzt sage, mu-mi, dann kriege ich da halt mu-mi. Und wenn ich mu-3 sage, dann kriege ich das Ding hoffentlich um die Ohren geschmissen. Mit, du bist ein ganz böser Mensch, was willst du eigentlich mit einer Funktion, die bloß einen String nimmt und du gibst deine Zahl, was soll denn das? Genau. Argumente werden prinzipiell via Call by Reference übergeben, aber sind standardmäßig konstant, also konstante Referenzen, außer ich gehe hin und baue mir so eine Funktion mit so einem Ausrufezeichen am Ende, dann kann ich auch die Argumente überschreiben. Alle Operatoren, die es irgendwie so in Julia gibt, plus, minus, mal, geteilt und was weiß sonst noch wer, das sind auch alles Funktionen und nur die Operatoren, die im Moment in Julia drin sind, können in Infix-Notationen verwendet werden. Also ich kann nicht hingehen und sagen, ja, meine Funktion c ist das gleiche wie die Plus-Funktion und sagen 1c, 2c, 3. Leerzeichen dazwischen, bitte. Das funktioniert nicht, das darf ich nicht. Aber 1 plus 2 plus 3, das darf ich wieder. Und plus 1,2,3, das darf ich auch. Genau. Naja, was wäre so eine Programmiersprache, wenn sie keine Lambda-Funktion könnte? Naja, dann haben wir hier halt eine Lambda-Funktion. Einfach x-Pfeil. Y, fertig. Die kann auch irgendwie so mehrere Parameter nehmen und kann dann was mit denen machen oder eben nicht.
Und bei manchen wissenschaftlichen Rechnern scheint irgendwie die Unart aufgekommen zu sein, ja, also wir machen Lambda-Funktionen und wir machen die Lambda-Funktion über 7 Zeilen lang. Aus irgendeinem Grund supportet Julia auch solches Vorgehen mit der Blocknotation. Ich kann einfach hingehen und sagen Beginn und dann beginnt halt so ein Block und dann sage ich irgendwann End und naja, dann gilt dieser Block irgendwie so als Funktion und wir wissen von Funktionen, wir brauchen eigentlich keinen Return, haben sie aber trotzdem. Naja, und dann haben wir hier uns so eine 7-zeilige Lambda-Funktion geschrieben. Wer auf sowas steht, bitte sehr. Für den Fall, dass wir irgendwie gerne mehrere Typen zurückgeben möchten, wir können auch Tupel und Tupel Destructoring. Also ich habe da jetzt mal so eine Funktion Foo, die nimmt A und B, gibt mir A plus B, A mal B zurück, so als Tupel. Und ich kann die halt hinterher einfach wieder destrukturieren, so wie man das in Python und JavaScript und bla alles wieder kann. Genau. Und dann gibt es noch so schöne Features wie variadische Funktionsargumente. Also wenn ich so eine Funktion habe, da interessiert mich vielleicht nur der erste Wert und der Rest kann ich mich später drum kümmern oder kümmert sich irgendwie anders drum. Da kann ich einfach hingehen und meinen Funktionsparameter einfach so mit einem Punkt hinschreiben und dann heißt es, das ist ein variadischer Typ. Alles, was ich noch an mehr Parametern schicke, kommt halt da rein und das ist dann so eine Liste und damit kann ich machen, was ich will. Also eigentlich ist es keine Liste, sondern ein Tupel, aber es kommt das Gleiche raus. Und naja, wenn ich hier so nichts als Drittparameter übergebe, dann ist es halt ein leeres Tupel, ansonsten steht da die 3 drin, beziehungsweise die 3, 4. Und ich hatte schon gesagt, ich kann strukturieren und destrukturieren, also kann ich hier auch hingehen, so ein Tupel 3, 4, 5 bauen und naja, meiner Funktion bar dann halt dieses destrukturierte Tupel dann als Parameter übergeben, was in dem Fall halt wieder dazu führt, dass ich mir gleich wieder in den Tupel gepackt. Genau. In Julia können Funktionen auch optionale Argumente haben, also ich kann so einen Default-Wert für ein Argument festlegen, allerdings ist das discouraged, weil das die Performance-Optimierung ziemlich kaputt macht. Wenn es jetzt unbedingt sein muss, dann macht man halt seine Funktion und legt einen Default-Wert für seine Variable fest, solange es nicht performance-kritisch ist, aber wenn man irgendwie performance-kritischen Code schreibt, wäre das der erste Ansatzpunkt, um zwei Funktionen draus zu machen. Ebenso kann ich auch Keyword-Parameter bauen. Im Gegensatz zu anderen Programmiersprachen müssen sich diese Keyword-Parameter aber nach so einem Semikolon einfügen und ja, also müssen hinter so einem Semikolon und dann darf ich sie als Keyword-Parameter nehmen. Manchmal wünschen sich Leute, naja, sie könnten so eine Funktion map. Die wendet irgendwie so eine Funktion auf einen Array an. Das kennt man schon alles. Manchmal wünschen sich Leute, sie könnten das anders schreiben. Deshalb kann Julia das auch. Also Julia kann die Schreibweise, wie wir sie gerade eben haben. Oder aber man sagt, du, so diese Lambda-Block-Funktion, die wir sie eben hatten. Und naja, dann kann man das hier auch machen. Warum man sowas machen möchte, sei dahingestellt. Aber es gibt andere Programmiersprachen, die sowas können. Also warum sollte man das hier nicht können? Ja. Was macht Map von? Map wendet darauf eine Funktion an. Ah, okay. Das heißt, er nimmt die Funktion, die nach diesem Do kommt und wendet sie auf. Genau. Genau. Dieses Do ist insbesondere dann praktisch, wenn man zum Beispiel mit File.io und so weiter arbeitet. Da hätte man gerne sowas. Data gibt es hier nicht, das ist okay.
Also ich öffne so einen Pfeil zum, keine Ahnung, Schreiben, sage dann Do und dann IO ist in dem Fall hier die Variable, die ich von meinem Open bekomme und habe dann hier die Funktion Write, die ich darauf anwenden kann. Ich könnte jetzt auch irgendwie so eine Lambda-Funktion schreiben am Beginn von Open. Wenn ich das nicht will, dann mache ich halt diesen Do-Block und dann macht man das so. Das ist ähnlich so wie dem Python with. So in der Weise. Genau. Die Beginn-Blöcke hatte ich eben schon mal erwähnt, die haben wir hier. Also diese Blöcke mit Beginn und End und die gibt es auch nochmal in kürzer. Also ohne dass ich Beginn und End schreibe, dafür muss ich zwischen jedem meiner Befehlen Semikolon schreiben. Und das ist auch im Prinzip wieder so eine Lambda-Funktion, die gleich ausgeführt wird. Also gibt sie mir hier gleich den Wert hinten zurück. Ähnlich wie in Python brauche ich für if keine Klammern. Und im Gegensatz zu Python brauche ich auch keinen Doppelpunkt dahinter. If A ist gut genug, um eine Fallunterscheidung zu machen. Es gibt if, else if, wird zusammengeschrieben, es gibt else und am Ende wieder end. Genau. If kann nur Boolean-Werte und if ist so wie in Python leaky, also wenn ich irgendwie eine Variable in einem if einführe, dann ist die hinterher halt auch vorhanden. Aber falls ich irgendwie einen Wert, einen Pfad durch meine if, else, bla, finde, wo halt die Variable hinterher nicht deklariert ist und ich drauf zugreife, kriege ich es halt wieder um die Ohren geschmissen. Es gibt wie in vielen anderen Sprachen ternäre Operatoren. Die While-Schleife ist wieder wie in Python, ohne Klammern und ohne Doppelpunkt und braucht auch wieder so sein End. Wir sind heute aber langsam. Die Vorschleifen, da habe ich so 25.000 verschiedene Möglichkeiten, die ich gerne machen könnte. Ich kann, wenn wir hier ein paar kopieren, ich sollte vielleicht meine ganzen Orders mit kopieren auf meinem Text. Also ich habe einmal die Option, for i ist gleich Liste. Oder mit for i in Liste oder for i in Mathe-Symbol in Liste oder for i ist gleich Range Objekt. Das geht alles. Ich kann wie in Python List Comprehension sogar mit gleicher Syntax. Ich habe verschiedenste Optionen. Sollen wir den Timer abnehmen? So, bevor die Pizza kam, waren wir mal an der Stelle, wo wir so Debugging Messages von Julia hatten. Und zwar, Julia hat so verschiedene Schweregrade von Debugging Messages. So, die niedrigste ist so die Infostufe, dann gibt es die Warnings und die Errors und ganz am Ende der Stange gibt es noch die Exceptions. Und die Exceptions, die kann ich catchen und ich kann auch sagen, in egal welchem Fall, führe halt noch so eine Aktion aus, die nennt sich dann Finally. Und das dürfte aus den meisten Programmiersprachen irgendwie schon so bekannt sein. Wie das funktioniert. Genau. Ja. Julia hat eine Funktion, die nennt sich Coroutine. Die funktioniert ähnlich wie Pythons Yield, aber über Threads hinweg. Aber aus irgendeinem Grund hat man sich dafür entschieden, die ab Version 0.6 als deprecated zu markieren und ich habe dazu auch keine Begründung gefunden, warum. Deshalb erwähne ich die jetzt nur mal so am Rande. Außerdem gibt es bei Julia Typen. Typ ist so vergleichbar mit dem C-Struct mit einer Ausnahme. Ich kann ihn abstrakt machen, wenn ich will,
und ich kann ihn immutable machen, wenn ich will. Und ansonsten ist ein Julia-Type im Prinzip das, was ich so unter einem C-Struct verstehe. Genau, ich kann hier so sagen, ich habe so ein Type Foo und das hat ein Element Bar, bei dem ich den Typ nicht festlege, also das kann alles sein. Und dann habe ich da ein Element Butts, das muss eine Zahl sein, und Cooks, das muss eine Float-Zahl sein. Und dann kann ich einfach hingehen und sagen, ich würde gerne, ich hätte gerne einmal so ein Objekt konstruiert. Und dazu kann ich einfach den Konstruktor aufrufen. So habe ich Foo schon mal verwendet oder so. Das ist jetzt etwas unschön. Starten wir den Interpreter einfach neu. Also ich kann so einen Foo-Type konstruieren, indem ich einfach diesen, sagen wir, Konstruktor aufrufe mit der Reihenfolge der Parameter, wie sie da drin sind. Fieldnames sagt mir, was in so einem Typ irgendwie alles drin ist. Und dann kann ich auf die einzelnen Elemente zugreifen und mir die anschauen. Das heißt vielleicht auch nicht Boo, sondern Foo. Da habe ich jetzt hier in dem Fall zum Beispiel den Batzwert noch geändert. In Julia 0.6 wird irgendwie alles, was mit Typen zu tun hat, umbenannt. Deshalb ist das ein bisschen unschön, dass ich halt jetzt hier gerade darüber rede, wo in irgendwie 2 oder 3 Tagen irgendwie Julia 6 rauskommen soll. Und dann wird aus einem Abstract ein Abstract Type und aus einem Bits-Type, ein Primitive-Type und aus einem Type ein Mutable-Struct und aus einem Immutable ein Struct. Ja, das ist alles so ein bisschen unschön, was jetzt hier gerade passiert, aber ja, Julia ändert gerade irgendwie so bei den Typen irgendwie so alles, was es gerade gibt. Genau, für den Fall, dass ich irgendwie so ein parametrisierten Typ haben will, wie zum Beispiel ich habe einen Punkt und hätte ganz gerne, dass dieser Punkt irgendwie sowohl für Integer als auch für Floats irgendwie was macht, dann kann ich ja so geschweifte Klammern bei Type machen. Diese geschweiften Klammern so als Typ und so habt ihr, glaube ich, schon mal gesehen, zum Beispiel bei dem Array vorhin mal. Und dann kann ich jetzt hier sagen, ja, ich habe so einen Point, der hat irgendwie so einen Typ T, was das auch immer ist, sei mal dahingestellt. Und ja, da gibt es dann mein X und das ist jetzt von diesem Typ T und man liebt es auch von dem Typ. Und um Funktionen jetzt mit so variablen Typen, parametrisierten Typen zu machen, muss ich die geschweiften Klammern direkt hinter den Funktionsnamen schreiben und erst dann darf ich die Argumentliste schreiben. Das ist ein bisschen komisch anzusehen, aber erinnert am ehesten an die C++-Templates. Genau. Ich kann einfache Aliases vergeben mit Type-Alias, wie zum Beispiel bei dem Fall von uint geschehen, also uint einfach bloß so Type-Alias für uint64. Genau. Ich habe die Option, bei so einem Typ noch manuell einen Konstruktor festzulegen. Also ich habe diesen Typ und der kriegt so einen automatischen Konstruktor, wo ich halt immer alles in der richtigen Reihenfolge mit dem richtigen Typ angeben muss. Aber wenn ich irgendwie darüber hinaus noch irgendwelche Checks machen möchte oder, keine Ahnung, einen Punkt mit einem 3D-Punkt initialisieren möchte, dann muss ich dafür einen Konstruktor schreiben. Und dem kann ich dann beliebige Typen geben und der kann dann darauf rumrechnen und der kann die Funktion new aufrufen, was dann halt eine neue Instanz von dem aktuellen Typen, wo er Konstruktor von ist, erzeugt.
Generell in Julia ist irgendwie alles, was so existiert, irgendwie ein Typ. Und sehr viele von den Typen beherrschen Type Ducking, so wie Python und viele andere Sprachen das auch können. Also irgendwie alles, was die Funktion Start, Start, Next und Done unterstützt, ist irgendwie so ein Iterator. Alles, was die Funktion GetIndex, SetIndex und EndOf unterstützt, ist irgendwie ein Array. Und das kann man dann auf die Spitze treiben und halt noch weitere Typen irgendwie so bauen. Genau. Irgendwann im Leben eines Programmierers gibt es auch mal die Entscheidung, ja, also ich habe jetzt hier so viel Quellcode in einer Datei, ich möchte gern woanders hinpacken. Das ist mir zu viel in einer Datei, ich hätte gern zwei Dateien oder so. In Julia gibt es dazu die Module. So ein Modul ist sowas wie ein Namespace in C++. Genau. Ich habe so ein Modul, ich sage einfach Modul, mein Modul, am Ende wieder ein End. Und dazwischen kann ich irgendwie alles machen, was in diesem Modul existieren soll. Ich kann mit Using auf verschiedenste Arten und Weisen irgendwie andere Module importieren. Ich kann auch Import verwenden, beziehungsweise Import All. Es gibt einen kleinen Unterschied zwischen Using und Import, weil Using habe ich dann die, oder wenn ich Using mache, muss ich hinterher lib.bla verwenden, währenddessen bei Import wird einfach der gesamte Namensraum, der von dem anderen Modul kommt, in meinen Namensraum eingepackt. Ebenso gibt es noch Include. Include ist im Prinzip das gleiche wie Import, nur dass ich da sagen kann, ich hätte gern genau diese Datei. So ein Modul hat die Option, einen Precompile-Flag zu haben. Ich sagte ja schon, bei Julia ist es unter anderem wichtig, dass es schnell ist. Und naja, schnell ist es halt dann, wenn man irgendwie das Ganze in nativen Code überführt. Dafür ist das Precompile da. Wenn ich also irgendwie so eine größere Library baue, kann ich sagen, kompiliere mir den mal vorab, dann spare ich mir Startup-Zeit und es funktioniert auch ein Stückchen schneller. In so einem Modul von mir kann ich auch einfach hingehen, sagen, exportiere mir irgendwie meine Variablen, zum Beispiel hier, exportiere mir das, was später mal MyType heißen wird oder Foo. Wo genau das Export steht, ist tatsächlich vollkommen egal. Es kann oben stehen, es kann unten stehen, es kann irgendwo zwischendrin stehen. Das spielt keine Rolle. Das Einzige, was eine Rolle spielt, ist, welche Variable hier gerade MyType bzw. Foo heißt, wenn ich da unten bei MyModule am Ende ankomme. Was ist in dem Fall exportieren? Was meinst du in dem Fall exportieren? Als Werte, die ich von meinem Modul nach außen hin freigebe. Ah, okay. Also dann kann ich hinterher zum Beispiel sagen myModule.foo und rufe die foo-Funktion von myModule auf. Alles klar. Genau. Also es spielt keine Rolle, wo das Export steht. Hauptsache am Ende gibt es irgendwie einen Typ, der myType und foo heißt und dann ist Julia damit glücklich. Weil es die ganzen Libraries nicht gibt. Genau. Wenn ich irgendwie so eine Library habe und die inkludieren möchte, dann kann ich zum Beispiel sagen package.add und da was reinpacken und dann lädt er mir automatisch vom Julia Package Repository das Paket mit diesem Namen runter. Beziehungsweise ich kann dann auch sagen Update, das aktualisiert die dann, oder Delete bzw. RM löscht dann das Package aus dem Paketmanager. Und für den Fall, dass ich irgendwie auf die Idee komme, ich würde gerne die Tests davon ausführen, naja, dann macht das das halt auch. Ich kann mir davon die Version geben lassen. Ja, alles, was das Herz so begehrt. Falls ich wirklich übertreiben will und unbedingt immer GitHub Master haben will, kann ich auch die Git-Adresse angeben und dann lädt er sich halt das über Git runter und baut mir das Modul daraus. Genau. Julia hat auch eine wunderbare Methodik, um Dokumentation im Quellcode zu verfassen. Wenn ich irgendwie Dokumentation haben möchte,
So zum Beispiel für eine Variable oder sonst irgendwas, dann kann ich die mit dreifach Anführungszeichen beginnen. Das funktioniert in der REPL nicht so gut. Das funktioniert in der REPL nicht so gut. Also, wenn ich es im Quellcode mache, funktioniert es in der REPL scheinbar nicht. Also ich kann so in dreifach Anführungszeichen irgendwie so einen Text vor meine Variable oder meine Funktion oder sonst irgendwas klemmen und dann ist es die Dokumentation dafür. Alles, was irgendwie innerhalb von diesen dreifach Anführungszeichen ist, wird als Markdown interpretiert, wenn ich daraus meine Dokumentation baue. Und die Dokumentation, die daraus gebaut wird, ist auch direkt in Julia drin. Ich kann in der Julia-REPL zum Beispiel einfach hingehen, sagen Fragezeichen und dann komme ich auf die Hilfe. Und dann kann ich mir zum Beispiel den Hilfetext für ein Int 8 anschauen. Und dann ist es jetzt relativ wenig. Steht da, ja, das ist ein primitiver Typ Int 8 und das erbt irgendwie von Seind. Vielleicht was Interessanteres. Readline? Readline. Readline ist interessanter. Da kriege ich dann zum Beispiel gesagt, was es alles für Implementierungen von Readline gibt und einen Hilfetext dazu, was das Ding doch bitte machen soll. Ja, sowas ist da immer drin. Und wenn man das auch für seine in seinen Modulen auch selber baut, dann sind die auch immer verfügbar. Wenn man Argumente beschreiben möchte, sollen die in diesem Julia Markdown Text unter dem Kapitel Arguments stehen, also Hashtag Leerzeichen Arguments. Examples sollen doch bitte unter Hashtag Leerzeichen Examples stehen. Und ich kann auch gleich Doc-Tests in meiner Dokumentation einfügen, indem ich hingehe, sage dreifach Anführungszeichen JL Doc-Test und dann den Code aus meiner REPL nehme und da einfach einfüge. Und am Ende wieder dreifach Anführungszeichen und dann ist gut. Also so schiefe dreifach Anführungszeichen. Ein wunderbares Feature, was Julia hat, was nicht viele Sprachen haben, ist, Julia ist, ermöglicht es mir komplett zur Laufzeit, Programmcode aus Strings zu erstellen, indem es einen abstrakten Syntax-Tree passt, darauf Optimierungen ausführt und dann kann ich mir das einfach mal anschauen. Ich kann hier einfach mal so sagen, parse von 3 plus 4 minus 3, 2, interessanter. Und dann kriege ich daraus meinen abstrakten Syntax-Tree gebaut und damit würde das Programm dann hinterher rechnen. Und dann kann ich zum Beispiel sagen, evaluate und dann sollte da sowas wie 5 dastehen. Genau. Und es funktioniert alles direkt zur Laufzeit mit dem Parsen aus so einem String. Wenn ich das nicht aus einem String parsen möchte, sondern aus irgendwelchen anderen Gründen irgendwie programmatisch bauen möchte, nicht mit Strings, dann kann ich auch einfach hingehen und das, was hier direkt in der, das ist mein Mauszeiger, in der REPL drin steht, nehmen und einfach sagen eval. Und da funktioniert es auch. Wozu ist es gut? Naja, Julia kann Makros, die einmal Code ausführen zur Kompilierzeit und einmal Code ausführen zur Laufzeit. Was meine ich damit? Julia ist eine Skriptsprache, aber Julia wird zur Zeit, wo sie geparst wird, gleich kompiliert. Das heißt, ich kann zur Parse-Zeit irgendwie Code ausführen, der, keine Ahnung, die 350. Fibonacci-Zahl berechnet, das in so ein Modul reinpacken, pre-compile, und dann kann ich das halt zur Laufzeit einfach wieder verwenden und muss nicht wieder die 350. Fibonacci-Zahl berechnen. Das ist eine der wenigen Sprachen, die irgendwie laufzeitkonstante Fibonacci-Zahlen kann. Oder generell laufzeitkonstante Funktionen.
Wie mache ich so? Makro. Naja, ich schreibe halt irgendwie Makro. Wie so eine Funktion. Bekommt dann ein Argument. Was auch immer das sein mag. Dein mag. Und dann kann ich einmal, wie in der ersten Zeile, println, Code ausführen zur Parsezeit. Und dann kann ich hinterher so ein Abstract Syntax Tree Objekt zurückgeben und mit $arg auf dieses Element hier zugreifen und das dann zur Laufzeit ausführen, was halt hier drin steht. Und es würde dann halt zur Laufzeit Runtime und dann den Wert, den ich ihm in Arg übergebe, ausführen. Genau, da kann ich jetzt hier sagen, expande mir mal das Makro, das zeigt mir an, was da so passiert. Und dann steht dann hier auch gleich da, hier, ich bin Pastime und ich habe was gemacht. Wenn ich es evaluiere, sagt er mir Runtime und der Wert, der da rauskommen sollte. Und ich kann dieses Makro auch ohne Eval aufrufen, indem ich einfach sage, add to step von 1,2,3. Und dann wird es ausgeführt. Genau, da ich das jetzt noch nicht mit den Parametern ausgeführt habe, wird es auch nochmal frisch kompiliert. Deshalb hier nochmal das mit der Parse-Time. Genau. Wozu sollte man solche Makros brauchen? Naja, zum Beispiel will ich irgendwelche Asserts haben, die zum Beispiel irgendwie schon zur Compile-Zeit mir sagen, ja, nee, das ist böse. Oder ich habe das zum Beispiel vorhin schon mal für die Custom String Literals gebraucht. Oder halt auch irgendwie, um vorab kompilierten Code auszuführen, der dann hinterher zur Laufzeit deutlich schneller ist. Jetzt kommen wir zu dem, was die Julia Standardbibliothek eigentlich magisch macht. Die ganzen Datenstrukturen, die die Julia Standardbibliothek kann. Die Julia Standardbibliothek kann so Dinger wie Queues, Double-Ended Queues, Priority Queues, Stacks, Linked List, Heaps, Sorted Dictionaries, Sets, was auch immer das Herz begehrt. Die waren früher mal in der Collection, also in der Base.Collections drin, direkt in der Standard-Library, aber jetzt mit 0.6 hat man die in eine externe Library ausgelagert, die man noch runterladen müsste, die ich hier dummerweise noch nicht habe. Aber ja, da wären die drin. Und irgendwie so ein Dictionary, da kann ich sagen, hat es einen Wert, gib mir mal den Wert, hat es einen Key, gib mir den Key. Löschen Objekt raus, gib mir das erste, gib mir das letzte, welche Keys hast du, welche Werte hast du, merge me by dictionaries, was sind die Werte deiner, die Typen deiner Keys, was sind die Typen deiner Werte. Ich habe Sets, die sich prinzipiell als ein iterierbares Objekt verhalten, die ich irgendwie vereinen kann, die ich intersekten kann, auch mit Mengensymbolschreibweisen. Für die Leute, die wieder mathematische Symbole mögen. Ich kann Differenzen bilden, Komplemente bilden, testen, ob die Subsets voneinander sind. Meine Queues, die kann ich pushen, poppen, anshiften, shiften, alles was das Herz begeht, also vorne, hinten, dran und ab. Ich kann an beliebiger Position was einfügen, ich kann mir eine Stop-Queue davon geben lassen. Also das ist irgendwie so eine mehr oder weniger magische Liste. Ich kann sie resizen und aus irgendeinem Grund habe ich nochmal Append und Prepend für die Leute, die Push und Unshift noch nicht genug war. Ich habe die Option Heaps zu bauen, weil in irgendwie vielen schnellen in vielen schnellen Codes irgendwie gerne mal Heaps gebaut werden, hat Julia dafür schon eine eingebaute Funktion, Heapify bzw. Heapify in place. Ist Heap, Heap Push, Heap Pop, um was hinzuzufügen und wegzunehmen. So. Jetzt kommen wir zum linearen Algebra-Teil. Julia hat Arrays mit beliebiger Dimension. Ich kann also hingehen und sagen, ich hätte gern so ein Array vom Typ float 64 mit den Dimensionen 3,20,20.
Und das ist etwa 0. ich kann jetzt sagen, ich hätte gerne, wie wir das vorhin schon mal irgendwann hatten, mit dieser Array-Notation, den, vom zweiten Eintrag, alles was da so in den entsprechenden Dimensionen steht, kriegt die dann hier wunderbar. Ja. Wo kommen die Werte her? Einfach Speicherinhalt. Speicherinhalt, ja. Nice. Also ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung, was da wirklich drinsteht. Wahrscheinlich einfach das, was vorher im Speicher stand. Was wahrscheinlich bei C der gleiche Fall wäre. Deshalb soll man ja eigentlich seine Arrays erstmal mit Nullen beschreiben. Kann man in dem Fall auch. A ist gleich Zeros von A. Null genug? Das ist null genug, das finde ich schön. Genau das gleiche gibt es auch noch mit Ones und Trues und Falses. Also je nachdem, was ich da gerne für einen Default-Wert irgendwie drinstehen hätte. Ich kann so ein Ding irgendwie reshapen, also irgendwie die Form verändern. Ich kann das mit zufälligen Werten befüllen, das ist Randen. Ich kann so eine Diagonalmatrix erstellen, I. Ich kann mit Linspace mir irgendwie so ein gleichmäßig verteiltes Array mit Zahlen geben lassen. Ich kann das Array mit Werten füllen. Ich kann die Dinger horizontal verketten, vertikal verketten und wie es mir sonst noch irgendwie beliebt. Ich kann List Comprehensions machen mit einigen schönen Code Snippets. So. Also, so wie man das irgendwie aus anderen Sprachen kennt, ich hätte gern ein Array mit den Zahlen von 2 bis 10 und das alles mal 3. Das geht ganz einfach. Ich kann nicht nur über eine Variable iterieren, ich kann über zwei iterieren und das Ganze, je nachdem wie ich es schreibe, bekomme ich da irgendwie eine Liste von Tupeln von Tupeln. Das ist der Fall hier. Oder wenn ich hier zweimal vorschreibe, dann bekomme ich die als kartesisches Produkt. Und ich kann in meiner Vorschleife noch hinten dran mit if filtern, weil naja, irgendwelche Mathematiker finden sowas cool, das in Formeln zu schreiben. Also warum sollte man das hier nicht können? Genau. Und alles, was ich irgendwie in so eine List-Comprehension packen kann, kann ich auch direkt eine Funktion weitergeben. Und das nennt sich dann Generator Expression. Und dafür brauche ich nicht so in place noch eine Liste generieren und die weitergeben. Das ist einfach so just in place gemacht. Genau. Und dann steht hier noch, für den Fall, dass ich irgendwie mit Sparse Matrices arbeiten möchte, also mit im Wesentlichen leeren Matrizen, dann soll ich bitte alles, was irgendwie mit Matrizen zu tun hat, mit SP-Präfixen. Also nicht Zeros, sondern SP-Zeros und nicht Copy, sondern SP-Copy und nicht Fill, sondern SP-Fill und naja, ihr kennt den Spaß. Was habe ich noch alles an schöner eingebauter Linear Algebra? Ich habe Kolesky-Zerlegung, ich habe LU-Zerlegung, ich habe QR-Zerlegung, Hessenberg, Eigenwert-Zerlegung, SVD, Generalized SVD, PCA, alles eingebaut und kann ich handhaben, wie ich will. Ich habe C-Style-IO, also ich kann den STD-Out mit Read öffnen, mit Read und Write öffnen und da rein und raus schreiben. Ich kann mit Readline mir von STD in einen Wert holen. Ich kann mit each line mir von std in so lange Inhalt geben lassen, bis ein End-of-File kommt. Ich kann beliebige Dateien mit open und close öffnen und schließen. Ich kann auf Netzwerkressourcen zugreifen, so wie ich es in C könnte, mit listen, accept, connect, blablabla. Ich kann aber auch einfach mit open auf irgendwelche Netzwerkadressen zugreifen und gut ist.
Genau. Ich hatte vorhin mal erwähnt, Julia eignet sich zum High-Performance-Computing bzw. Distributed-Computing. Und da kann ich hingehen und sagen, starten wir Julia mit 4 Worker-Prozessen. Sag einfach Julia-P4. Dann dauert der Start-up ein bisschen länger. Aber wenn er dann mal fertig ist, dann sollte ich hier in Prox sehen, ich habe die eigentliche Julia-REPL plus halt 4 Worker-Processes, also in dem Fall 5. Und wenn mir das nicht genug ist, dann kann ich sagen, add Prox. Und das dauert wieder, weil so ein bisschen Startup-Zeit da halt reingeht. Jetzt habe ich 6, beziehungsweise RM Prox und da kann ich ein bisschen was freigeben. Für den Fall, dass ich Julia ein Machine-File-File übergebe, also mit der Option --Machine-File, dann verbindet sich Julia beim Start automatisch mit anderen Rechnern und startet dort auch den Julia-Interpreter. Und wenn ich dann im Folgenden irgendwie hingehe und sage, ich würde gerne Code auf 7 Workern ausführen, ich aber nur lokal irgendwie 3 habe, ja, dann geht es auch noch hin und holt sich irgendwie 4 von anderen Rechnern, auf denen halt irgendwie die Julia-Shell gerade läuft. Also, die in meinem Machine-Files-File angegeben sind. Wenn ich irgendwie Code auf anderen Threads als dem Main-Thread irgendwie ausführen möchte, sage ich Remote-Call, gebe dem eine Funktion und die Parameter, mit denen er das irgendwie ausführt, und dann macht er das und dann kriege ich irgendwie so ein Future-Objekt und das kann ich mit Fetch mir das Ergebnis davon wieder abholen lassen und darauf zugreifen. Julia verteilt es, wie gesagt, automatisch über so viele Rechner, wie ich brauche dafür. Und für die Leute, die schreibfaul sind und das irgendwie in einer Zeile machen möchten, gibt es dann noch remote-call_fetch. Gerade für das Parallel Computing hat Julia einige lustige Makros, zum Beispiel @parallel. Da kann ich einfach hingehen und sagen, führe mir diesen Codeblock auf 10.000 Rechnern aus. Go. Ich habe die Funktion pmap, die kann, so wie die map-Funktion, eine Funktion auf einer Liste ausführen, aber verwendet dafür halt auch wieder dieses diesen Parallel Computing Teil und führt das halt auf 100 Rechnern gleichzeitig aus. Ich habe den @async-Block, wo ich sage, ja, der Code, der hier drin ist, der kann in beliebiger Reihenfolge ausgeführt werden, mach mal, ich laufe einfach schon mal weiter, ob der irgendwann fertig wird, ist mir egal. Und dann habe ich noch den @sync-Block, der @sync-Block ist das Gegenteil vom async-Block, der sagt, bitte warte, bis alle in dir ausgeführten @async-Blöcke fertig sind. Das kann ich zum Beispiel verwenden, um nicht blockierenden Code zu schreiben. Und mit @everywhere habe ich eine Option, Code auf allen meinen Workern auszuführen. Zum Beispiel, um irgendwelche Initialzustände für Rechnungen oder so zu setzen. Julia hat eine ausgezeichnete Unterstützung für Datetime-Objekte, was sich insbesondere darin widerspiegelt, dass man mit Dates und Datetimes rechnen kann. Also ich kann zum Beispiel ein Datum plus ein anderes Datum machen und dann kriege ich halt irgendwie eins, was so und so viele Tage zum Beispiel in der Zukunft ist. Und dann habe ich noch so ganz viele Funktionen, die es da irgendwie gibt. Also ich kann auf das Jahr, Monat, Woche, Tag, nochmal Jahr und Tag zugreifen. Warum es jetzt zweimal gibt, weiß ich nicht. Ich kann auf Jahr, also ich kann mir so Tupel geben lassen. Ich kann mir sagen, welcher Wochentag waren das? Wie heißt denn dieser Tag? Wie heißt dieser Tag eigentlich? Ist das irgendwie ein besonderer Tag im Monat? Ist dieser Monat irgendwie besonders? Ist dieser Tag in diesem Quartal irgendwie besonders? Oder welcher Tag im Quartal ist das eigentlich? Was ist eigentlich der letzte Tag dieser Woche für einen Tag? Was ist der letzte Tag für diesen Monat für einen Tag? Zum Beispiel im Februar ist es zum Beispiel ganz interessant zu wissen, dass der 28. oder 29. gerade der letzte ist.
beziehungsweise der 30. je nachdem, in welchem Jahr man ist. Und dann kann ich sagen, ja, gib mir doch mal den nächsten Tag oder den vorherigen Tag oder gib mir doch mal den nächsten Tag im Kalender, der folgender Regel entspricht. Das kann ich dann mit toNext und toPref machen. Julia ermöglicht es mir, im Prinzip beliebigen Shellcode auszuführen, indem ich die Run-Funktion verwende und da in so schiefen Klammern Run. Haben wir es jetzt? Hello. Kann ich hier beliebigen Shellcode ausführen? Also dieses Hello wurde jetzt gerade nicht von Julia gemacht, sondern von der hinten dran liegenden Bash. Ich kann auf externe Programme wunderbar zugreifen mit Open und Write und Read und ReadString und Close und was auch immer mir sonst noch einfällt. Ich kann Werte an externe Programme sowie mit der String-Interpolation bauen. Also ich kann einem externen Programm einfach ein Array von Strings geben und es wird dann für die Bash sauber encoded. Und ich kann auch zum Beispiel, wenn ich irgendwie auf Dateien zugreifen will, kann ich auch das kartesische Produkt verwenden aus Dateiname und Dateiendung, wenn ich die mit der String-Interpolation verwende. Ich bekomme automatisch Anführungszeichen in irgendwie meinem externen Code gequotet. Ich kann Pipes verwenden, sowohl zum Einlesen als auch zum Auslesen, als auch zum irgendwie Weitergeben zwischen einzelnen Programmen. Und wenn mir danach ist, kann ich auch beliebige Shell-Programme parallel ausführen. So, wir sind fast am Ende. Ein Problem gibt es natürlich jetzt bei Julia, wie es das bei jeder neuen Programmiersprache gibt, nämlich, naja, die Standardbibliothek ist schön, ich hätte aber gerne meine Library, die ich irgendwann vor 20 Jahren mal geschrieben hätte, jetzt gerne weiterverwendet in dieser neuen Programmiersprache, die ich so liebe. In Julia ist das kein Problem. In Julia kann ich eine beliebige Funktion aus einer C-Library bzw. Fortran-Library aufrufen. Also wenn ich so eine C-Library habe, dann muss die mit -shared, -fpic von GTC oder LLVM oder Visual Studio, was weiß ich, kompiliert worden sein und dann kann ich davon Code ausführen, beziehungsweise bei Fortran muss der Code mit einem Compiler kompiliert worden sein, der Mangled Names unterstützt. Und dann kann ich so einen Spaß machen und mir den kann die Clock-Funktion in diesem Fall aus der GDBC ausführen und bekomme dann den Unix-Timestamp von jetzt. Also so Code ausführen von einer anderen Programmiersprache ist zumindest von C und Fortran ist wunderbar einfach. Ein bisschen aufpassen muss man irgendwie mit Pointern, weil da muss man wissen, wer den Speicher hinterher freigeben muss. Muss ich irgendwie nochmal eine C-Funktion aufrufen und die den Speicher freigeben lassen oder muss ich mich selbst drum kümmern und den freigeben lassen? Außerdem unterstützt es Julia mit C-Function anstatt hier dem C-Call eine Julia-Funktion an eine C-Library weiterzugeben. Zum Beispiel für irgendwie so eine Compare in Q-Sort. Also wenn ich irgendwie, ich meine, nicht Julias Sort-Funktion haben möchte, sondern aus irgendeinem Grund die C-Sort-Funktion. Und die C-Sort-Funktion nimmt ja so einen Compare-Parameter. Und dann kann ich dir halt so eine Julia-Funktion irgendwie als Compare-Parameter geben. Und das kann ich mit C-Function machen. C wird wunderbar unterstützt. C++ ist ein bisschen problematisch, weil ja Julia selber irgendwie keine Klassen und Namespaces und so weiter hat. Aber da wird auch dran gearbeitet. Python-Code kann ich aufrufen mit der Library PyCall. Da kann ich sowohl
der Funktion aufrufen, als auch von der Funktion aufgerufen bekommen. Mit der Polyglot Library kann ich beliebigen Code aus PHP, Perl, Node.js und Python ausführen und auch irgendwie zusammenstecken. Also ich kann irgendwie die PHP Explode Funktion importieren und irgendwie für Node zur Verfügung stellen. Also ich kann Node Code schreiben, da Explode ausführen und im Hintergrund wird eigentlich die PHP Funktion Explode ausgeführt. Wer auf solche komischen Dinge steht, sei jetzt mal dahingestellt, es gibt das Ganze, sage ich dazu jetzt einfach mal. Umgekehrt kann man auch Julia in C und Python embedden, indem man julia.h inkludiert und gegen julia.so linkt, beziehungsweise indem man in Python mit cdll die julia.so öffnet und gut ist. So, letzter Punkt auf meiner Liste, ihr seid fast erlöst. Das Julia Package Repository, das kann im Prinzip alles, was ich irgendwie haben möchte. Ich kann ein Package hinzufügen, testen, löschen, updaten. Und aktuell umfasst das Julia Package Repository 1300 Pakete, darunter unter anderem so Dinger wie Kommunikation zu AWS, Unterstützung von Apple Accelerate, Code, um auf den Arduino zuzugreifen, Code für CUDA, OpenGL, Corba, Cairo, für HTTP-Requests, für WebSockets, um auf RobotOS zuzugreifen, für die SHA-Library, für SQLite, für Spark, um mit FFmpeg Videos zu lesen, um mit WordNet irgendwelche Textanalysen zu machen. Also im Prinzip, die Community-Packages sind schon sehr weit gekommen und unterstützen schon sehr viel. Gibt es jetzt noch Fragen? Eins. Okay, offensichtlich haben Sie ja versucht, aus jeder Programmiersprache so das Geilste zusammenzuklauben und in eine Programmiersprache zu packen. Dann haben Sie wohl noch das, wo Leute jahrelang drüber gemeckert haben, versucht zu beheben an diesen Programmiersprachen. Und dann ist es auch noch kompatibel zu so ziemlich allem und läuft auch noch schnell genug, um Scientific Computer irgendwie zufriedenzustellen. Wo ist der Haken? Du hast nicht einen Negativpunkt an dieser Sprache genannt. Ich meine, das klingt so, als würde in einem Jahr niemand mehr was anderes schreiben. Aber warum ist das nicht der Fall? Also der Haken ist tatsächlich im Moment, es ändert sich noch extrem viel innerhalb der Programmiersprache. Also wenn du halt Code hast, der für Version 0.4 funktioniert, dann funktioniert er halt ein halbes Jahr später für Version 0.5 gar nicht mehr. Du kannst halt im Prinzip wieder von vorne anfangen. Und genau dasselbe ist jetzt halt wieder bei Version 0.6 so. Die haben die Hoffnung, dass es irgendwann stabiler wird. Im Moment ist es wirklich tatsächlich so, man hat sich von allen Programmiersprachen irgendwie das Beste zusammengeklaut und versucht, die in einer Sprache zu vereinen. Und der einzige Nachteil, den ich irgendwie sehe, ist halt, der Julia-Code neigt dazu, ein bisschen unübersichtlich zu werden. Weil ja, okay. Man hat halt so viele Features, um halt irgendwie Code umzustrukturieren und kurz zu fassen, dass es halt an einigen Stellen manchmal die Lesbarkeit stark leidet. Aber das ist irgendwie üblich so bei wissenschaftlichen Programmiersprachen, irgendwie insbesondere in MATLAB, wo halt man eine halbe Million zwei Zeichenfunktionen hat. Ja, das müsste man auch nicht studieren. Das ja. Aber ja, das ist bis jetzt der einzige Negativpunkt, den ich so dazu sagen kann. Achso, Leerzeichen haben keine Bedeutung. Leerzeichen hat ja einen. Leerzeichen hat absolut keine Bedeutung. Ja? Es gibt kein Migrationstool von Code von 0.4 auf 0.5 auf 0.6? Nope. Es gibt eine große News.md mit jedem Release und da steht dann drin, so über 5000 Zeilen hinweg, wir haben das und das und das und das und das und das und das geändert. Und dann heißt es halt für die Entwickler, ihr könnt gerade wieder von vorne anfangen. Aber ich meine, das kann man irgendwie bei einer Beta-Version von der Sprache eigentlich auch noch erwarten, dass sie nicht sonderlich stabil ist.
meine Nummern werden groß genug, dass es irgendwie stabil ist. Insofern ist es ein bisschen ärgerlich, dass sie hier zum Beispiel jetzt auf Julia06 irgendwie alles, was mit Types zu tun hat, irgendwie umbenennen. Aber die Hoffnung ist, dass es zumindest dann, wenn es sich dem 1.0-Release nähert, dass es dann mal stabiler wird und sich nicht mehr alle Hauptrelease alles ändert. Oder alle Zwischenrelease alles ändert. Darf sonst noch was sein? Nein? Dann war es das von mir mit dem zweistündigen Exkurs in Julia. Und ich hoffe, dass einige Leute von euch die Sprache doch mal ausprobieren und damit was Sinnvolles anstellen.